Herzlich willkommen zu diesem Beispiel zu Exponentialfunktionen. Gegeben ist eine Funktion, f von t ist 80 mal b hoch t. Es wird dabei die Masse einer radioaktiven Substanz in Abhängigkeit von der Zeit t beschrieben. Wobei wir wissen, dass die Halbwertszeit 4 Stunden beträgt. Und wir wollen die Masse uns berechnen, die nach 3 Halbwertszeiten noch vorhanden ist, nach insgesamt dann 12 Stunden noch vorhanden ist, von anfänglich 80 Milligramm. Nach jeweils einer Halbwertszeit ist die Hälfte einer gewissen Anfangsmenge noch vorhanden. Das heißt, sind zu Beginn 100% vorhanden. So haben wir nach einer Halbwertszeit noch 50% davon oder die Hälfte. Nach der zweiten Halbwertszeit sinkt dies wiederum auf die Hälfte, in dem Fall dann 25%, die Hälfte von der Hälfte wäre ein Viertel. Und nach 3 Halbwertszeiten haben wir die Hälfte davon und das sind 12,5% oder die Hälfte von einem Viertel wäre dann ein Achtel. Das heißt, beginnen wir mit 80 Milligramm, so hätten wir nach einer Halbwertszeit noch 40 Milligramm übrig, nach 2 Halbwertszeiten 20 Milligramm und schließlich nach 3 Halbwertszeiten noch 10 Milligramm vorhanden. Damit haben wir dieses Beispiel richtig gelöst.